War ich doch tatsächlich ein bisschen zu langsam. Hallo und herzlich willkommen zurück zur gepflegten Backerabendunterhaltung. Ich bin die Momo und wir insgesamt sind die Backercrew. So. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Also, dass das Mikro jetzt gerade noch das auffängt, was über die Boxen läuft, das wäre peinlich. Ich hätte es leiser machen sollen. Es tut mir leid. Aber die Musik ist so schmissig. Ja. Wir sind gestern im Kolosseum angekommen. Und das Schlimme ist, wenn man seit... Ja, heute ist Tag 3 von 4. Also morgen noch. Dann unterbrechen wir das laufende Programm einmal für Persona. Und dann geht es am Samstag gepflegt weiter mit Kingdom Hearts. Dann fühlt man sich irgendwann so... Du musst gleich dieses Spiel wieder spielen. Welcher der drei Kapuzineräffchen möchte denn jetzt heute? Ach, schlimm, schlimm, schlimm. Ich will auch gar nicht lange rumfackeln. Moment. Jetzt muss ich einmal gucken. Hier an. Und ich gebe jetzt zu, ich habe eigentlich ein wenig geschummelt. Ein bisschen. Minimales kleines bisschen. Ich sollte auch die Werbung wieder anschalten. Das packen wir runter. Achso, ich schiebe euch erstmal hier rüber. So, denn... Cheetor, ich habe den Kampf, den ich gestern erfolgreich verloren habe, heute einfach gerade gespielt. Also ich dachte, ich würde halt ewig brauchen. Und da ich ja gestern bis Runde 10 gekommen bin, dachte ich, ich starte in Runde 10, war dann aber so auf den Frosch vertieft, dass ich dann Runde 10 halt einfach schon beendet habe. Deswegen machen wir einfach jetzt hier weiter. Ja! Wow! Ja, gewusst wie. Oh, Aber ich habe doch angeschaltet gehabt. Ach, OBS. Was ist eigentlich mit sechs Hüfte passiert? Das ist ungesund. Hüfte? Zack? Hüfte? Seit wann bist du weiblich? Also das ist vollkommen okay. Aber diese Hüfte... Also, diese Teil hier vor allen Dingen. Um Gottes Willen. Oh, ich weiß, was sonst. Wahrscheinlich. Szene, auf die ich mich im Final Fantasy VII Remake sehr freuen werde. Weil wir müssen uns, ich hoffe, wir müssen uns das Kleid zusammenspielen.
Es wäre so schlimm, wenn Sektor 6 einfach wegfallen würde. So. Ich habe keine Ahnung, ob wir gut ausgerüstet sind und seit wann sieht das eigentlich so cool aus. So. Wir speichern, weil ich weiß, was ich alles hinter mich gemacht habe. Ein Korsett bei einem Mann. Also bitte, Kilo, probier es gern mal aus. Das ist unangenehm. Kann sogar noch einen Tick lauter. Gerne doch. Weil ich habe seit gestern nichts an den Einstellungen verändert. Bitteschön. Obwohl doch, ich habe den OBS-Sound, glaube ich, vorhin runter geregelt, weil es mir zu laut war. Ja, OBS. So. Dann würde ich sagen, auf ins Finale gegen Zack. Weil mehr kann ich jetzt eh nicht tun. Oh. Und Pfirsiche sind blau, weil ich das möchte. So. Die Freundschaft klingt angenehm. Sehr schön. Ich werde gegen Zack sicher nicht gewinnen. Und was hat Zack eigentlich für ein Kackschwert? Kann ich nicht. Verdammt. Ich kann keinen D-Link einsenden. Ich bin verloren. Wow, der macht mich fertig. Yep. Ich habe keine Chance. Ich glaube nicht mal, dass du es versuchst. Doch. Ich habe nur gegen dich gerade keine Chance. Heilzauber. Danke. Er bricht halt alle meine... Ja, komm her. Ah, okay. Ich verstehe es. Ich soll ihn angreifen, wenn er seine Übungen macht. Okay. Komm, flex. Das heißt, mach deine Kniebeugen, Junge. Mach deine Kniebeugen. Kniebeugen. Tu mal einmal das, was man dir sagt, Zack. Flex. Oder auch nicht. Was auch immer ich tue, es funktioniert. Ich habe halt einfach nicht die geringste Chance gegen ihn. Was? Hallo Kermit. Ach so, dein Chat war die ganze Zeit leer. Hehe. Ich bin hier hinten, Terra. Du kriegst mich nicht. Terra. Ich bin hier hinten, Zack. Du kriegst mich nicht. Und ich vergesse, was ich gesagt habe, dass du für mich mal der coolste Charakter warst. Weil mit der Taille fliegst du leider aus dem Ranking raus. Ach, du sollst ihn auch schon dabei angucken. Aber es ist so lustig, wie er jetzt auf einmal nicht mehr flext. Warum finde ich ihn? Achso.
Gut, dass dieser Kampf kein Zeitlimit hat. Nicht gut. Nicht gut. Oh nein! Ich weiß, eigentlich ist es Cheaten, aber er hat es, glaube ich, nicht anders verdient. Ja, schlag zu. Komm, tu es, tu es. Aber du hast im Chat nicht großartig was verpasst, Kabel. Ja, Zack, du hast verloren. To go if I'm gonna become a hero. Vor allem first try. Really? It's you? Here I thought I'd drop in to see which muscle head was up next. And holy Hydras, it's just a little girl, a little lassie, a little blooper. Hades! I'm sorry. Is that a mosquito? Where did I put that bug spray? Mosquito? So you're Hades. You use Zack and try to cast Terra into the darkness. So, I take it you're acquainted with the spineless chicken. Terra is my friend, and I hear he triumphed over the darkness. He's not spineless. Fun, you know, because I heard different. You see, it was Chickenheart who asked me for a little, shall we say, instruction on how to use darkness. Hold your drink. Never! And he was so close to doing it, too, when the sap went and got cold feet. Now, if that ain't cowardly, I don't know what is. But you, my little blue bird, why not flit over my little blue bird. And demonstrate some real courage for the winning team? The darkness doesn't interest me. Well, that was rude. A no thank you, your godliness might have sufficed. Fortunately, I still get to destroy you. Rules say Red Planet, you was? Face me next. And I have a whole lot of darkness with your name on it. Ich get back here, Hades. White Island, Blue Ocean. Oh, es hat jetzt einen Moment gebraucht. Aqua. You gotta avenge me and Terra. I will. Nun. Wir schauen mal wieder in mein Lieblingsmenü. Hallo Kommandodeck. Wir haben Blitzableiter gelernt. Sehr schön. Minentrapez finde ich immer noch sehr cool. Die behalte ich auch, das behalte ich auch. Ich glaube, ich möchte Blitzra gerne mit reinnehmen. Und weil wir es ja jetzt können. Das Gegner schweben. Okay, Antigraf klingt ganz gut. Aerora müssen wir aber auch noch leveln. Ach, Kilian. Du bist so ein Langweiler. Entschuldigung.
Ich werde Luftpost nicht verwenden dürfen. Aber Ether wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn wir erstmal Ether mit reinnehmen. So, wir sind hier. Wir haben Goldrausch gegen Überraschung. Sammle deine Kräfte und führe einen Sprungangriff aus. Drücke die eingeblendete Taste korrekt, um Kugeln zu erhalten. Ich würde sagen, wir leveln jetzt erstmal hier Magieimpuls fertig. Und der Deckverwaltung, wie schaut's hier aus? Ratschlag haben wir jetzt gemeistert, was so viel bedeutet, wie wir gucken mal, ob wir Ratschlag so kaufen können. Nee, doch können wir. Habe ich das nicht schon getan in der letzten? Lass mich mal immer ganz kurz gucken. Hatte ich nicht schon einen neuen Ratschlag gekauft? Oder war das Barriere und Sportsfreund? Okay, dann kaufen wir nochmal einen neuen Ratschlag, um ihn zu leveln. Nur weil es mich interessiert. Es ist irgendwas Neues bei rumgekommen. Oder auch nicht. Achso, warte, dann ist wahrscheinlich... Oh, der Grüne, oh! Ich bin jetzt gerade so ein bisschen neidisch, Kermit, ne, damit du es weißt. So ein bisschen, aber nur. Ist viel hier was rumgekommen? Ach, da. Wir versuchen das jetzt einfach mal. Ich fahre ja morgen vom Stream. Also ich bin ja morgen Mittag bei meinen Eltern. Ich könnte halt mal eben kurz fragen, ob ich nach Edeka kann. Ich frage einfach meine Schwester. Praktisch. Achso, nebenbei, wenn ich jetzt Vita Magie einsetze, erhalte ich keinen Schaden mehr, was ich sehr gut finde. So, Stufe 19. LP eindeutig die Arena-Stufe 1. Blitzresistenz 20. Dunkle Resistenz wäre mal was, was wir aufbauen könnten. Berichte. Oh, das haben wir uns, glaube ich, noch gar nicht angeguckt. Ich habe halt leider keinen Edeka in der Nähe. Das finde ich sehr, sehr traurig. Sunshine. Kairi. Kairis Großmutter, Dagobert Duck. Die wichtigen Charaktere. Wir müssen das Schlimme ist, wir müssen halt einfach irgendwann nochmal dieses doofe Minispiel machen. Ich muss nochmal ins Land des Aufbruchs zurück, da muss ich noch alle Kisten aufmachen. Und an alle die ich jetzt hier noch nicht habe,
An die komme ich jetzt auch aktuell noch nicht ran. Ich habe, ganz ehrlich, ich war ganz brav und habe das mal gegoogelt. Aber wir könnten ja mal... Ja, ich bereite mich auf mein Spiel vor. Ist das schlimm? Voll ekelig hier. Oh, Radiant Garden hat sogar 3 Sticker. Okay. Aber dazu müssen wir gewisse Fähigkeiten lernen. Das war falsch. Weil ich will jetzt mal gucken, ob ich in Radiant Garden die Dings finde. Beschleunigen. Way. Weil ich will mal einmal gucken, ob ich die ganzen Kisten finde. Kingdom Keys. Nein. Nein. Glaub mir, Oshi, glaub mir. Es ergibt noch Sinn, was das mit dem Herzen, mit Kingdom Hearts auf sich hat. Aber auch in Teil 1, okay, in Teil 1 erklärt sich's schneller, also im ersten Teil der Serie, da erklären sie dir das schneller. Hier gehst du ja eigentlich, dieses Spiel spielst du ja eigentlich schon mit diesem Vorwissen. Außer man ist Momo. Was war das? Nein, gar kein Spoiler. Irgendwas habe ich jetzt da gerade abgeschlossen. Neuer Abschlusskombo gelernt. Wirre Stunden. Magieimpuls. Ich komme hier doch sonst nie weiter. Nein. Auch nicht fast. Kiste. Wie viel waren das? 4. Das heißt, das müsste ja eigentlich die letzte sein, oder? 1? Ach egal, wir gehen trotzdem nochmal durch. Gehen nochmal zum Vorgarten und gucken da nochmal einmal, ob wir da was stehen haben. Da ist ein Shop. Da ist ein Speicherpunkt, logisch, weil sonst können wir uns ja nicht hier hinporten. Es ist noch zu früh, den Meister zu berichten. Okay, das heißt, wir haben hier soweit alles. Ja, Weltkarte. Auch nicht fast. Ach, egal. 100% der Schätze. Das ging einfach. Radiant Garden. Fast alle Schätze. Das ärgert mich. Ich möchte jetzt erst bitte den Olymp fertig machen. Ja, absolut. Mehr als sterben werden wir wohl nicht. Klar. Als wenn Hades selbst kommen würde, um zu kämpfen. Number 2. Combatants may call for backup. Maybe you better call yours, Bluebird. He's already here. Don't, I can do this on my own. Zählt die Link?
Das war jetzt ein bisschen unfair. Leicht von hinten geraped. Okay, vielleicht ist es keine gute Idee, sich nur auf... Wenn ich jetzt die ganze Zeit nicht noch... Nicht gut. Nein! 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 Ja, in der Stunde schon wieder März. Ist das nicht traurig? Chris, unsere Geburtstage kommen immer näher. Das sah doch eigentlich schon mal ganz gut aus. Also erst in Eistitan, dann Hades. Das ist eigentlich etwas, was ich sehr lustig finde gerade. Ich fand es nebenbei sehr lustig, dass ich eben Feuerattacken angreifen konnte, wo er doch Hades ist. Ich habe nebenbei Diamantenstaub erlernt. Was könnte uns das wohl sagen? Ich hätte jetzt gern Shiva. Snow cone wouldn't cut it. I need a real titan.
Stay tuned! Tschüss, Hades. Stupid Hades. Next time I'll put him in his place. Oh yeah, you're the champ. We gotta celebrate. Shiva wäre durchaus okay, ja? Hey, how about one day? Was? Bleib bei deiner Aerith. No, I have to leave right away. Besides, I still have so much training to do. Fair enough. And I'm still a work in progress after all. Huh? Well, how about this? I become a hero, then we go on a date. I can't make any promises. Yes! Great, it's settled. Hero hood, here I come. So süß. Oh, it's over already? And I finished today's training in record time. Aqua, what's wrong? Your face is red. So serious. You want to be a hero too, right? Strength alone won't make you into one. I know. Strength alone won't make me a true hero. I'm starting to figure that out. I look at you and Zach, and I can tell there's something more. You've got strength in your heart too. Never stop trying. And one day you might just become a true hero after all. Terra. You too. Keep fighting. Oh, Heldenemblem, endlich ein neues Schwert. Prozent Schätze, hervorragend. So. Menü einmal ganz kurz öffnen, weil ich will das neue Schwert. Aber Schicksalswink ist echt besser als das Böse. Also, weil meine Magie so runtergeht und ich sehr Magie, stimmt, an Froschsprüche kommt echt keiner ran. Oh, Hallöchen. Feuerschlag, Schwertschlag, Feuerschlag, Glücksklinge. Ja, dann weiß ich ja doch, was wir noch tun müssen. Ich glaube, wir müssen Sekt noch leveln. Diamantenstaub. Schaltet sich frei, wenn du Eiskommandos einsetzt. War jetzt irgendwo logisch. Ich hasse es, wenn da neu steht. So. Der tiefe Weltraum. Unendliche Weiten. Deep Space Nine. Is there any world they haven't found? Besiege alle Unversierten. Das sollten wir hinkriegen. Dann können wir noch zeitgleich noch ein bisschen Sack leveln. Oh, wenn ich mit Glücksklinge treffe,
Komm, gib's mir. Danke. Ups. Ich hätte vielleicht mal auf meine Lebensanzeige achten sollen. Hat die gepiept? Ich glaube, ich habe 100% aller Schätze. Und vielleicht sollte ich halt doch was tun, was ich eigentlich nicht möchte. Hallo Heldenemblem. Du hast mir eigentlich nicht genug Magie, aber... Mal guck mal, ich habe Sekt freigeschaltet. Und Diamantenstaub. Und habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass ich es hasse, wenn da neu steht, obwohl da... Ja gut, eigentlich ist da ja wirklich was Neues zugekommen. Oh mein Gott, mein Menü ist auf einmal so sauber. Vielleicht sollte ich mal auf weniger Magie gehen. Oh nee, das ist schon fertig gelevelt. Feuerschlag habe ich schon drin. Ich habe eindeutig zu wenig Schläge. Ich mag Schicksalswink lieber. Punkt. Ich weiß gerade nicht, wo ich mit meinem Kopf gewesen bin. Ich war so darauf fokussiert, Sekt zu leveln, dass mir nicht aufgefallen ist, dass ich vielleicht mal auf Terras Lebens auf Aquas Lebensanzeige achten sollte. Machen aber auch ordentlich Schaden. Ja, stimmt, ich habe ja ein Luftkombo plus. Da war ja was. Das Kampftheme ist eigentlich immer dasselbe. Die Musik in den Welten unterscheidet sich. Aber das Kampfthema ist immer dasselbe. Deswegen, das kommt dir nicht nur so vor, das ist manchmal wirklich dasselbe. Nee, haben wir natürlich nicht. Nicht gut. Aua, aua, aua.
Oh, oh, das ist doch unfair. Ja, das würde ich mir hier teilweise auch wünschen. Aber das Spiel ist leider nicht so nett. Ich komme noch da unten. Ah, doch. Wie nah ich gerade einfach am Ziel war, bis sie mich da alle zusammen in eine Ecke gedrängt haben. Oh, was ist das denn Süßes? Ja. Ja. Jumba Jukiba's genetic abomination, 626. Small, blue, vicious. Him?
But he didn't look vicious. Ah, so you have seen him? Yes, he's in the ventilation system. Blast! He got away again! Hold it right there. Why don't I know you? What section are you from? I'm... Trying to stow away, are we? Oops. Erwischt. I said stay close. What is the meaning of this? Captain Gantu, did I not order you to apprehend the fugitives immediately? Yes, and I will have them in custody soon. They'd be locked up already if those wretched monsters were just... I mean, if I hadn't uncovered this potential stowaway. I wasn't trying to sneak on board. My name is Aqua. And those monsters, I followed them here. Please, I can handle this threat. Just give me a chance. Let me show you. The weapon I carry is the only one that can stop them. Our weapons are of no use against them? Is this true? Well, we haven't explored all our options. Nor do we have time to. We are fortunate you are here, Aqua. Your assistance would be most welcome. But Grand Councilwoman, you can't honestly believe what this stowaway says. I think you'll find I can. We have a crisis. Jumba and 626 remain at large, and these monsters are obstructing attempts to apprehend them. Or did I mishear your latest excuse as to why you've again failed to carry out your duties, Captain? Will you help us? Of course. Defeating them is my job. It's what I do best, ma'am. Then might I make one other request? Should you happen upon our fugitives, please do whatever you can to apprehend them intact. You want me to capture Dr. Jumba and experiment 626? But you can't just... That's my job! You had your chance, Captain Gunther. Now you will stand down and await orders. We will monitor the location of the monsters and keep you apprised. Thank you. Of course. Experiment 626 was carrying a wayfinder. I'd note that shape anywhere. Are Terra and Ven here too? Die sich bei ihr alles nur um Terra und Ven dreht. Die beiden Eisras muss ich noch leveln, die bleiben Blitzras muss ich... Was passiert denn? Ich glaube, das Vita brauche ich jetzt ad hoc auch nicht. Medica muss ich noch leveln, Minentrapez muss ich noch leveln. Antigraf ist jetzt fertig gelevelt, das ist gut. Könnte ich doch eigentlich mal Fesseln leveln. Achso, kann ich hier was kaufen? Oh, Frostwurf. Das ist neu, das will ich. Ahaha, ich... Wir sind eigentlich schon so weit, dass ich voll gar können müsste. Okay. Das erinnert mich aber allerdings an was. Nein, hier. Voll gar. Ach, voll gar kann ich doch schon. Ich bin mit voll gar fertig. Egal. So. Eisra haben wir schon. Wir haben auch Eisra schon drin. Ach ja, klar, ich kann ja auch. Alles gut. Nehmen wir einmal Feuer weg und tauschen es gegen Fesseln. Feuerschlag leveln wir weiter, Blitz leveln wir weiter. Okay. Zwei Sticker.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Kisten. Ich hoffe, es hat keiner irgendwie damit gerechnet, dass ich in diesem Spiel 100% schaffen werde. Ich speichere erstmal und hole mir da die Kiste. Eine von 14. Hey. Das scheint noch viel Spaß zu werden. Ja, aber ich glaube, das wäre gar keine so doofe Idee. Ich meine, zweimal Eisra ist sicher gut und schön. Ich muss gleich eh tauschen, weil das eine Eisra nämlich fertig wird. Ich würde aber, glaube ich, gerne Ether mitnehmen. Zwei. Wieso eigentlich Ether? Nicht blöd. Luftpost möchte ich mitnehmen. Weil Luftpost ist, es wundert mich gerade, dass ich keine Kiste mit der Umgebungskarte kriege. Ich werde mich doch verlaufen. Also meine Befehle führen mich woanders hin. Okay. Das ist Dead End, glaube ich. Ja. Es ist so still im Chat. Lebt ihr noch? Redet doch mit mir. Ja. Moment. Ich muss in die Richtung. Glaube ich. Nein, ich komme von hier. Okay. Das ist verwirrend. Süßeste Animation ever. So. Ich wollte es nur noch mal gesagt haben. Ja, allgemein, ne? Nicht, dass ich hier gleich während des Streams einschlafe, aber ich habe noch eine Stunde. Nein, alles gut. Du bereitest dich schon aufs Bett. Ach ja, du hast ja morgen noch hier wichtige Termine und so. Da war ja was. Ah, verdammt. Da gibt's mir. Sehr cool. Also allgemein, ne? Man redet doch gerne über Dinge, oder nicht? Das stimmt gar nicht. Ich möchte nicht von euch unterhalten werden. Ich möchte, dass ihr mich mit euch unter... Dass ihr euch mit mir unterhaltet. Oh. Komm, nee. Ich möchte ja nur Interaktion mit euch. Aber wenn ihr das nicht möchtet, dann höre ich auch, kann ich auch damit aufhören. Nein, ihr sollt euch mit mir unterhalten.
Entertainen ist was anderes. Verdammt. Ja, Interaktion mit euch. Die Frage ist, es wurde noch kein Loot oder so ausgelöst oder kein Quote rausgemacht. Dementsprechend muss alles gut sein. Doch schon mal Stu. Achso, ich vergaß. Irgendwann ist ja mal mein Spiel nicht mehr so ganz. Das sieht so toll aus. Es ist halt aktuell nicht ganz so einfach, sich über irgendwas zu unterhalten, weil Kämpfen halt doch irgendwie anstrengender ist, als ich gedacht habe. Aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich halt immer noch ein dummer Casual bin, der das Spiel versucht auf Profi durchzuspielen. Nicht unbedingt die schlauste Entscheidung, glaube ich, manchmal. Achso, ich werde nebenbei jetzt, wenn ich Heal mache, also Vita mache, nicht mehr unterbrochen. Ist die einmalige Chance, dir eine Frage zu stellen. Was soll ich dir denn für eine... Achso, warte. Das macht ja keinen Spaß, wenn du sie nur vielleicht beantwortest. Da habe ich ja dann nichts von. Da lebt noch was, sag ich doch. So, Kisten sollte ich soweit alle haben. Die muss natürlich muss. Ja, was mir hier halt gleich einfach sofort wieder unterstellt wird. Oh, weg. Und mir wird halt gleich sofort unterstellt, als wenn ich das nicht könnte. So ganz normale Fragen stellen und so. Als wenn alles gleich sofort Loot wäre, was ich frage. Wo sind wir denn hier? Warum tue ich mir das hier überhaupt an, wenn mir hier gleich schon so Sachen in den Mund gelegt werden? Was in dem Zusammenhang noch falscher klingt als sonst. Darauf ein Walzer. Ich wusste zwar noch nicht, dass man beim Walzer Pirouetten dreht, aber man lernt ja nie aus. Ich habe gar keine zweideutigen
Sachen gesagt. Zähl nicht. Logan. Lügenpresse. Es ist Miss. Mit ohne R. Weil ich bin nicht verheiratet. Außer ich habe da was nicht mitgekriegt. Oh, ich gehe gleich. Warte, ich komme von da, oder? Komme ich von woanders? Das heißt, ich müsste hier soweit alles haben. Also, ja. Lass uns teleportieren. Ja, in einer Stunde circa. Vielleicht kommt ja jetzt was Interessantes. Und Christian hast du gestern schon gebracht. Der war gestern auch nicht besser. Oder war es vorgestern? Oh, endlich eine Umgebungskarte. Freude. Bedeutet allerdings auch, hier ist ein Safe Point. Viel bedeutet, wie ich kann hier speichern. Ohne, dass irgendwelche Gegners auf mich zukommen. Pff. Das Schlimme ist, da gibt es gerade so eine Stelle, die fängt an zu jucken. Ah. Gut, dass nach 22 Uhr ist, dann fällt es nicht mehr auf. Jetzt gucken eh keine Kinder mehr zu. Gegners, ja, Gegners. Das hast du richtig verstanden, Kermit, Gegners. Ja, alles geht. Hallo. Miri ist schon im Bett. Experiment 626. I have orders to take you in. What? I think you and I need to talk. First things first. Doch nur den Abschluss sehen, wenn ich hier schon so Shiva-like Bewegungen machen darf. Ja, ja, den hat sie definitiv bei Shiva geklaut. Also den hat sie sowas von bei Shiva geklaut. Ich hoffe, Shiva meldet dafür hier ein Patent an. Das geht ja mal gar nicht. Ich wollte Chrono machen. Wenn ich hier mit... Wahrscheinlich, wenn ich hiermit fertig bin und wer anders Kingdom Hearts 1 macht. Es hört einfach nicht auf. Irgendwer hostet uns, ich hab's noch nicht gesehen. Sollte vielleicht mal mein Fenster wieder größer machen. Können wir es nicht einfach Stitch nennen? Maximale LP gestiegen, sehr schön. Winnie.
Hallo zusammen. Thanks. I owe you. Also wie gesagt, ich würde es unglaublich gerne machen. What is it you're looking for? Warum suchst du nach Terra? Also erstmal hallo alle, die gerade in den Chat gekommen sind. Und danke für den Host Vini und generell alles so. Ich bin die Momo, das ist Kingdom Hearts Birth by Sleep. Ich bin sehr schlecht in diesem Spiel und ja, spiele es trotzdem. Und hier generell ist die Bagger-Crew. Jetzt sagt mir bitte nicht, dass hier wieder irgendwelche Sprungrätsel auf mich warten. Das Spiel hasst mich. Ich wusste es. Okay. Hier ist... Oh. Warum muss dieses Spiel das einem für sich antun? Hüpf da drauf, Terra. Fahr nach oben, Plattform. Die jetzt auch noch darüber, die Plattform? Ach nee, da. Da ist nix. Bagger Crew noch nie gehört. Ja, ein komischer Verein, habe ich gehört. Ach, verdammt. Geht's doch nicht. Schade. Da wollte man einmal Cheathorn. Oh, jetzt sag mir nicht... Moment, kann ich mir die Karte eigentlich auch irgendwo separat angucken? Okay, da hinten geht's noch weiter. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Ja, sag das ruhig dem Jan. Mehr sage ich dazu jetzt nicht. Aber schön, dass ihr alle hierher gefunden habt. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt eine Sprungpassage machen muss und das gleich wieder ganz doll verkacken werde. Kommt die noch runter? Geht die noch hoch? Kekse? Da komme ich doch nie im Leben ran. Hallo Möb. Ja, okay, dann schau du mal, der Preis ist heiß. Okay, ich weiß jetzt schon mal, dass Terra sich daran nicht festhalten kann. Das ist schon mal die Erkenntnis des Tages. Achso, was sagt eigentlich mein Kommandodeck? Zum Thema Fusion. Hatte ich nicht ein zweites? Nein, hatte ich nicht. Ach, bin ich blöd. Ja, dann Vini. Eine gute Nacht und so. Und nebenbei... Naja, RTL Plus produziert das schon ein bisschen länger wieder. Den ganzen coolen Swag. Ist vielleicht hier noch irgendwo weiter, was ich jetzt versehen habe? Könnte ich vielleicht... Nee. Das ist... Das geht hier. Und dann komme ich nicht weiter. Ja! RTL Plus. Die machen... Der Preis ist heiß und schon... Ne? Die haben so das Glücksrad gemacht. Ist leider nicht so gut wie das Original. Schade, ich kann hier keine Luftkombo machen, dass ich mich da hoch teleportieren kann. Und sie kann sich nicht dran festhalten. Okay. Das heißt, es muss irgendwo anders noch was geben, was ich gerade übersehe. Das ist auch nur ein Bett. Hm. Immerhin sind die Zeiten lang genug. Okay. Das da müsste ich doch jetzt auch aufmachen können, oder nicht? Oder war nicht so? Ich habe eine Vermutung, aber ich glaube, wenn diese Vermutung stimmt, war das schon die ganze Zeit eine Plattform. Ah, die war da nicht die ganze Zeit. Okay, ich bin einfach nur ein ungeduldiges Etwas. Ich merke es schon.
Warum sagt mir eigentlich keiner, dass meine Haare abstehen? So, wie geht's dann hier weiter? Die Plattform geht jetzt hoch und dann kann ich da drüben auf die Plattform hüpfen. Könnte ich da drüben auf die Plattform hüpfen, wenn ich nicht so blöd wäre und den Angriff und den Sprungpunkt miteinander vertausche. Intelligent, Frau Pfirsich, intelligent. Natürlich erstmal zack, Plattform verpasst. Wahrscheinlich ist das jetzt so ein enger Zyklus, dass ich dir jetzt nur alle Jubeljahre kriege. Nein, doch nicht. Okay. Schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir. Wir bleiben jetzt da drauf und drücken jetzt den richtigen Knopf. Ich kann das. Ich kann einen Kreis drücken. Ich krieg das hin. Yay! Für noch eine Kiste. Könnte ja mal Eisra aus... Nee, ich muss Eisra gegen Eisra austauschen. Aber ich kann Fessel jetzt austauschen gegen... Wer denn, wenn ich Fessel gegen Fessel austausche? Ich meine, da hätte ich zwei von. Vielleicht bringt das ja was. Vitra brauche ich leider. Den Rest müsste ich vielleicht mal öfter einsetzen. Obwohl, ich habe doch noch ein ungeleveltes Vitra. Ach, ich bin... Vielleicht unter Umständen passieren jetzt Dinge. Wir nehmen einen Zykluskristall und bekommen Vigra. Nein, ich habe nichts anderes gelesen. Hört auf mir wieder Dinge zu unterstellen. Gut, dann leveln wir. Habe ich gehört, wir leveln jetzt Vigra. Oh, Froschi ist müde. Du musst dich jetzt nicht wach halten. Auf Teufel komm raus. Gut, also ich komme nicht so einfach darüber. Ich komme nicht so einfach nach da hinten. Oder kann ich? Nee. Es gibt hinterher eine Flugattacke. Weil wir hatten das schon mal. Dass ich eine Attacke gekriegt habe, weil ich sie brauchte und es nicht mitbekommen habe. Sprung, Ratschlag, Barriere, Barriere. Achso, kann ich eigentlich mit Barriere und Barriere was machen? Nee, kann ich nicht. Doch, kann ich. Kann ich nicht. Aber ich könnte mit Barriere und Betäubungsklinge was machen. Die Wir-Barriere. Okay, kann ich... Was kommt dann dabei raus? Das kann er mir nicht sagen. Und wenn wir noch einen Kraftkristall mit draufpacken, Barrieresturz. Okay. Was kann ich mit Eisklinge und Eis machen? Also Eisra in dem Fall. Mit einem Zeitkristall. Eisgar. Das finde ich sehr gut. Wer muss noch Eisra leveln, wenn er Eisgar hat? Achso, warte, jetzt habe ich doch aber hier... wie wäre es denn, wenn ich Fesseln erstmal noch rausnehme, weil langweilig, und dafür den Barrieresturz mit reinnehme? Für die... Attacke, die ich dadurch lerne. Jetzt muss ich halt noch wissen. Moment, ich kann noch hier zurück. Vielleicht geht das so schneller.
Teleportvorrichtung benutzen, ja. So, Werbung, was habe ich verpasst? Ich habe Eisgar. Und ich bin halt noch mit dem Kommandobrett am Üben. Warum kämpfe ich jetzt eigentlich gegen die? Nicht blöd. Ey, sie bringen mich doch nur wieder um. Oh, da war ich noch gar nicht. Wuhu. Wo will ich hin? Terra. Aqua? Aqua? Besiege alle Uni. Aber wie? Das ist mir, Wow. Habe ich eigentlich überhaupt schon irgendwas besiegt? Willkommen zurück, Vegeta. Wow, das ist das ist irgendwie so ein bisschen trippy. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwas bringt. Ja, hatte ich erklärt. Keine Angst. Ich dachte aber eigentlich, das wäre allgemein bekannt, aber dann habe ich wieder ist mir wieder eingefallen, dass wir eigentlich die totalen Nerds sind. Ich bitte also zu entschuldigen, dass ich annahm, dass andere Leute außer wir das wissen könnten. Ich weiß nicht in der geringsten Fall, was ich tue, aber es ist lustig. Ich meine, hey, hallo? Ich darf Kreisel spielen mit meinem Schlüsselschwert. Das kann auch nicht jeder. Ich habe von mir und Chris geredet. Ich finde es aber ganz süß, dass du dich angesprochen fühlst, Kermit. Einer noch. Das sollte ja wohl irgendwie machbar sein. Oder auch nicht.
Ha. Ja, was hatten wir, glaube ich, erst letzte Woche das Gespräch oder so? Luftgrätsche, während des Sprungs blitzschnell in der Luft bewegen. Ich musste jetzt echt dahin, um die Attacke zu lernen, die ich brauche, um weiterzukommen. Da fucking Heck, Spiel. Dann sagt mir gleich ganz klar, dass ich nicht durch den Teleporter soll. Jumba and Experiment 626 have been sighted. At that time, the two of them were wandering around the launch deck. Would you see that they're secured? Is Experiment 626 really that dangerous of a creature? We must assume so. All right, then. I'll head over there now. Ah, Kingdom Hearts ist echt voll süß. Ich liebe Kingdom Hearts. Ich muss dazu sagen, es war mit so einem der ersten Spiele, die ich damals hatte. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich es so toll finde. Darauf arbeiten wir gerade hin. So. Beim Verdunkeln klingt auch interessant. Gemar, stopp, stopp, ra, bla, 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 haben wir alles. Ich finde es immer noch bedenklich, dass ich Freunde kaufen kann. Luftgrätsche. Aber Luftgrätsche habe ich jetzt erhalten, richtig? Richtig. Meine ich. Ich hoffe es jedenfalls. Habe ich denn jetzt die Wir-Barriere hergestellt? Wir kaufen sie jetzt einfach. Ein bisschen Geld haben wir ja. So, Luftpost brauchen wir nicht. Dafür nehmen wir die Schwertfallserie. Hier. Luftgrätsche. Und Barriere tauschen wir gegen Wir-Barriere aus. Aber Konterknall bleibt das gleiche. Und wir arbeiten jetzt hier weiter an Sportsfreund und Ratschlag. An Sportsfreund, das müssen wir auf Max-Level bringen und dann geht es hier sicher auch weiter. Wir müssen Gefrierpunkt noch leveln. Ich glaube, für den Anfang funktioniert das erstmal so. Ups, eins weiter runter. Die Gleitraser. Das ist halt dieser Mix zwischen die japanischen Elemente durch Final Fantasy plus die Japaner stehen halt einfach voll auf Disney. Ich war in Tokio damals, war ich mit Tamara da? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, ich war mit der Toki, die war ich damals im Sunshine City in Kabukicho. Nein. Und ist ja nochmal Sunshine City, ich hab's vergessen. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall gibt es einen riesengroßen Disney Store und der ist halt einfach mega groß. Ich will da nicht nochmal hinlaufen. Ich gebe es ganz ehrlich zu, ich bin faul. So. So, wie funktioniert das jetzt? Hüpfen? Ah! Hüpfen? Yay! Hüpfen, juhu. Richtig, genau. Das ist wie Mario und Rabbids. Also sieht jedenfalls nicht schlecht aus. Da unten sind Gegner gespawnt, Momo. Ist es dir nicht aufgefallen? Nö. Da war ein Gegner? Muss an mir vorbeigegangen sein. Funktioniert das denn jetzt auch so? Ja, bis morgen, Kermit. Gut, dass du morgen vor mir streamst. Nein, das war gegen die Wand. Ich muss das dringend üben, glaube ich. Komm runter. Ja, weil ich doch morgen noch bei meinen Eltern bin. Oh, Parasite Eve, das müssen wir eigentlich auch irgendwann mal spielen. Das sieht halt so gut aus. Allerdings muss ich ja halt dazu sagen, weil ich damals zu klein für Parasite Eve. Ich gebe es ja ganz ehrlich zu.
stelle mich am Rand der Plattform. Mit viel Glück funktioniert das. Das funktioniert doch nie im Leben. Sag ich doch. Okay, der Sprung funktioniert so nicht. Das erinnert mich daran, wir müssen gleich nochmal nach Disney City. Town. Alles tot. Nein. Ich habe, glaube ich, mal einen Speedrun davon gesehen, weil es sah halt einfach so hübsch aus. Also sogar im Prinzip ist es ein Spiel, was vom Aussehen her, finde ich, sogar echt gut gealtert ist. Und ich würde mich so freuen, wenn sie einen Remake oder so machen würden, einfach nur, damit ich mich mal mit diesem Spiel auseinandersetzen kann. Das fände ich so cool. So runter. Haha, ausgetrickst. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Achso, ich wollte ja gucken, ob das geht. Von da oben auf die andere Seite. Nee, okay. So funktioniert das schon mal nicht. Nein, ich möchte da nicht durch. Ja, das ich möchte da nicht durch. Egal, kann ich mich mal heilen. Oh mein Gott, das ist der 1. März. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wie schnell die Zeit doch vergeht, wenn man Spaß hat. So nicht. Wenn hier weniger Gegner spawnen würden. Gut, dass ich Barriere auf hatte. Ich habe halt noch nicht ganz verstanden, wie und wo es hier weitergeht. Ich komme noch nie im Leben von hier aus darüber. Hartnäckiges kleines Ding. Irgendwas übersehe ich. Irgendwas muss ich übersehen. Das kann ja nicht so schwer sein. Schlaf gut, Vegeta. Das ist der Vorteil, wenn man alleine wohnt und noch nicht verheiratet ist. Es kann einem keiner Vorwürfe machen, dass man zu lange wach ist.
Ich springe ja nicht. Mein Problem mit hier ist, ich springe nicht hoch genug. Die Frage ist, komme ich von der anderen Seite rüber? Ich will mal was austesten. Vielleicht reicht es ja für dahin. Aha! 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 Gut. Ich bin vielleicht doch nicht so blond, wie ich dachte. Jetzt muss man das nur gut abpassen. Okay, man muss das nur gut timen. Dann geht das auch. Gibt es hier wenigstens eine Kiste, für die sich der Aufwand lohnt? Natürlich nicht. Bleib da drauf. Brave brave Aqua. Okay, was wäre jetzt sinnvoll? Weil wir jetzt, glaube ich, einfach mal hier denken. Das habe ich schon mal gebracht. Wie jetzt zum Beispiel. Ich glaube, das Spiel möchte einfach nur, dass ich level. Genau, wieder jetzt in den Teleportpunkt. Das wäre jetzt so typisch für dich. Mach mal. Okay, Blitzra ist auf 3. Das ist schon mal gut. Noch mehr? Genau, ich kann während Heal nicht abgebrochen werden. Also brecht mich doch nach Heal ab. Bisschen risky vielleicht, die Aktion. Kann ich denn von hier aus? Wir versuchen das mal. Nee, dafür reicht's nicht. Weil ich sinke dafür zu sehr. Sprungrätsel. Hatte ich das nicht jetzt neulich erst erwähnt, dass ich und Sprungrätsel halt einfach nicht so miteinander können? Okay, das war jetzt auch okay. Hätte jetzt schlimmer sein können.
das Teil einfach an mir vorbeizieht. Gemein. Ha, so. Jetzt sind wir schon mal eine Plattform weiter. Und jetzt bin ich schon wieder hier oben. Nö, diesmal nicht. Obwohl ich mich gerade schon wieder unten auf dem Boden gesehen habe. Oh, Teleport. Mit dem Teleport einem Gegner in den Rücken fallen. Löse das Manöver aus, indem du deinen Gegner anvisierst und drückst. Okay. Sag mir nicht, ich habe das Ganze nur damit, dafür gemacht. Bitte sag mir, dass es eine Aktion ist. Okay. Alles klar. Oh, ich muss das andere Blitzrad noch leveln. Dann könnte ich das ja jetzt mal eben tun. Feuerschlag ist fertig. Dann könnte ich für Feuerschlag jetzt Aero-Ra leveln, damit ich Aero-Ga kriege. Oh, ich habe noch ein Item gekriegt. In meinem... Achso, hier. Ja, da muss ich mich jetzt auch noch drum kümmern irgendwann. So. Danke. Und jetzt? War's das? Bin ich jetzt nur deswegen hier hin? Das kann's ja nicht sein. Das glaube ich nicht. Eine Fest. Das ist eine von den festen Plattformen. Wir warten jetzt noch mal einmal ab, bis die runterkommt. Dann gucke ich mal, ob ich da oben irgendwie noch weiterkomme. Ja. Ja, genau so macht man das. Nun, jetzt will ich noch irgendwo anders weiter. Weil hier ist nichts mehr. Ich doch in die andere Richtung. Ich bin überfragt. Achso, nee, das war hier. Da will ich nicht wieder hin. Ja, das ist super, wenn man halt einen Orientierungssinn eines Pfirsiches hat. Wahrscheinlich sogar schlechter. Vielleicht ist es nur der Orientierungssinn eines Pfirsichkerns.
Nee, das ist deutlich schneller. Darf ich jetzt hier lang? Nein. Warte, war das überhaupt hier? Nein, das war hier vorne. Erst Kontrollraum. Und dann geht's hier hinten weiter. Ah, jetzt darf ich da lang. Okay. Hätte ich mir diesen ganzen Sprungscheiß ja schenken können. Bäh. Ja, genau, fall runter. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber ich mach's kaputt. Warte, war jetzt meine Aufgabe, nur hier runterzufallen? Stufenanstieg, way. Ups. Party. Eine Runde kreiseln. Steht nebenbei eine Kiste. Seht ihr sie? Kann sie dabei wenigstens noch landen? Das wäre nett. Oh, da oben ist ein Sticker, den ich jetzt auch noch kriegen würde. Hör auf, die ganze Zeit abzuhauen. Ist ja unfair. Gib mir jetzt erst bitte die Kiste. Kiste? Okay.
Hier ist nichts mit Kiste öffnen. Darf ich jetzt die Kiste haben? Okay, darf ich nicht. Ah, warte, warte. Öffnen. Gewusst wie. Und jetzt habe ich da eine Kiste aufgemacht. Und dann... Moment. Moment. Wie komme ich von hier aus wieder hoch? Jetzt vielleicht? Warte, ich kriege doch in diesem Raum nicht umsonst Feuersturz. Der folgende Stream verschiebt sich um ein paar Minuten. Okay. Und jetzt? Geht's jetzt nach oben? Ich verstehe es nicht so ganz. Ach so, warte. Antigravitation. Ah, natürlich. Klar, jetzt kann ich natürlich höher springen. Moment, ich gehe hier drauf. Das reicht für mich aber noch nicht. How? Ich habe keine Ahnung. Da! Ah, gewusst wo. Ja, 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 nein, unter Umständen. Hier vorne irgendwo war das. Nee, doch, hat gereicht. Sehr gut. Mhm, sehr gut. War das jetzt richtig? Nein, das war da, wo ich herkomme. Okay, Verbindungstrakt. Wir gucken nochmal. Irgendwo ist hier eine Tür. Die natürlich oben ist.
Nein, nicht da runterfallen. Aqua. Dann fall halt einfach doch runter, Aqua. Verprügel sie. So. Oh, ich habe Ramus Zorn freigeschaltet. Wenn ich jetzt damit noch treffen würde. Pigra ist noch nicht fertig. Das ist nicht gut. Haben wir es jetzt? Nein, immer noch nicht. Okay. Jetzt sieht's gut aus. Na endlich. Oder auch nicht. Ja, lass den Noob auf Profi spielen, haben sie gesagt. Ja, es wird sicher sehr lustig, haben sie gesagt. Wo ist diese Tür? Halt dich fest. Ach, Aqua. Danke, Aqua. Wir schaffen das, Aqua. Wir schaffen das. Ja, wer braucht denn sowas wie ein Kantenfesthalten? Wird vollkommen überbewertet. Glaube, ich hätte sie jetzt umgebracht, wenn sie weiter runtergefallen wäre. Ich glaube, sie hätte offiziell sterben dürfen. Ich meine, ich kriege schon die eine Kiste nicht. Oder? Aber immerhin scheinen nur eh nicht ich diese Probleme, nicht nur ich diese Probleme zu haben. Wo war dieses doofe Terminal? Okay. Es müsste also machbar sein. Prismaregen? Was ist Prismaregen? Achso, kann ich gerade. Hier, fall mal runter.
der andere auch runtergefallen. Scheinbar nicht weit genug. Danke. Was habe ich da? Autofähigkeit, Abschlussmeister. Autofähigkeit, Immunität. Was habe ich da jetzt gerade bekommen? Schwertfall, scheinbar. Nein, da war noch was anderes. Ich bin mir sicher. Achso, hier. Okay, hier schon mal nix. Hier auch nix. Hier auch nicht. Ach da, Prismaregen. Oh, aber jetzt muss ich erst Gefrierpunkt neu fertig leveln. Okay, das heißt, das haben wir fertig. Das heißt, hier geht's weiter. Und wenn wir Ramus Zorn jetzt haben, den haben wir ja fertig. Das heißt, wir machen jetzt hier den fertig, dann machen wir einen Hitzehieb fertig und dann geht's hier vorne weiter. Ja, das wird ja noch alles interessant. Und das Schlimme ist, ich habe gerade keinen Speicherpunkt. Ich mache jetzt wenigstens noch bis zum nächsten Speicherpunkt oder bis zum nächsten Game Over. Nein, es gibt kein Game Over mehr heute. Immerhin bist du hübsch gestürzt. Oh, warte, aber wir sind, glaube ich, auf der Ebene, wo es zum Kontrollraum geht. Ha! Ich darf doch pünktlich Feierabend machen. Das Spiel ist gnädig. Nein, da möchte ich noch nicht hin. Ich möchte erst hier hin. Way. Was für ein Spiel. Die richtige Hintergrundmusik. Mein Pad ist mittlerweile auch geladen. Yay. Langsam brauche ich eine Pause von dem Spiel, glaube ich. Nein. Heute war nicht ganz so erfolgreich wie gestern. Obwohl, eigentlich geht's. Eigentlich war okay. Wir haben Olymp mal fertig gemacht. Wir haben Stitch getroffen, also Experiment 626. Genau. Und genau, wir haben den Kampf gegen die Plattform heute leider verloren. Ich werde jetzt zusehen, dass ich den Mob loswerde und würde sagen, wir sehen uns morgen. Und zwar auch wieder um 22:30 Uhr. Ja, pünktlich zu Jeopardy höre ich auf. Mache ich gut. vorher gibt es aber noch um 18 Uhr Stefan mit Monster Hunter World. Danach kommt Kermit mit Witch's Last Reward. Damit wir vielleicht heute mal, also morgen mal ein anderes Ende sehen. Und danach komme ich. Und ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt eine angenehme Nacht. 1. März 2018. Mensch, geht dieses Jahr schnell rum. Wir sehen uns dann morgen. Ich gebe euch jetzt noch einen kleinen Song mit an die... Erstmal muss ich hier umschalten, sonst sehe ich nichts. Ich gebe euch noch einen kleinen Song mit auf die Reise oder zwei. Und wir sehen uns morgen. Oder nach dem Schlafen. Bis dann!